Frohes neues Jahr, Kinder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu uns bei der Citylight. Und ja, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir starten Citylight diesmal einmal online und ab nächste Woche geht's wieder live weiter. Am Anfang möchte ich gerne mit euch beten und Jesus einladen, mit uns dabei zu sein. Danke, Jesus, dass wir ein neues Jahr anfangen dürfen mit den Kindern aus Citylight. Danke dir, dass du uns ein gutes altes Jahr gegeben hast und dass wir jetzt im neuen Jahr frisch starten können. Und wir möchten, dass du dieses neue Jahr segnest, dass wir ein tolles Jahr erleben und dass wir viele schöne Stunden zusammen verbringen können. Amen. Amen. Wir starten auch direkt mit zwei Liedern. Macht euch bereit, macht euch warm und dann geht's auch direkt los. Geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Wir haben ja in der Adventszeit eine kleine Reise mit euch gemacht. Wir haben ein paar verschiedene Länder besucht und geguckt, wie die Leute da vor Ort Weihnachten feiern. Weihnachten ist jetzt vorbei. Ihr habt hoffentlich wirklich schöne Weihnachten gehabt. Aber die Reise geht weiter. Heute möchte ich euch mitnehmen nach Brasilien. In ein Land, wo es an Weihnachten tatsächlich warm ist und wo man schwimmen gehen kann. Und da stelle ich euch jetzt Raquel vor. Raquel ist ein 10-jähriges Mädchen und sie wohnt in Brasilien. Heute ist sie in der Schule und sie ist ziemlich traurig. Raquel sitzt in der Ecke vom Schulhof und weint. Sie hat nämlich vor kurzem erfahren, dass ihre Mama schwer krank ist und sich nicht mehr um sie kümmern kann. Ihr Vater ist schon lange abgehauen und sie wohnte mit ihrer Mama alleine. Und für die Zeit, wo die Mama ins Krankenhaus kommt, muss Raquel jetzt irgendwo untergebracht werden. Aber niemand will sie haben. Ihre Tante hat gesagt, sie ist noch nicht groß genug, um gut genug anzupacken. Sie kann auch nicht gut helfen. Also ist sie nutzlos. Sie soll bleiben, wo sie ist. Sie braucht sie nicht im Haus. Es ist nur noch ein Esser mehr. Andere, ihre Freundin, die hat etwas reichere Eltern, als Raquel es ist. Die haben gesagt, nee, Raquel soll nicht kommen. Wer weiß, vielleicht würde sie noch irgendwie was klauen und ihr würden sie nicht trauen. Und jetzt sitzt Raquel in der Ecke und weiß, niemand will sie, niemand braucht sie und sie ist ganz alleine. Wo soll sie hin in dieser Zeit? Sie ist einfach nicht gut genug. Warum eigentlich, denkt sie sich. Ich bin Brasilianerin, ich komme zwar aus armen Verhältnissen, nicht aus reichen, aber ich habe doch niemandem etwas getan. Bis jetzt habe ich doch immer ein ganz normales Leben geführt. Und während sie so darüber nachdenkt, beobachtet sie die anderen Kinder, die draußen spielen. Sie spielen, sie weiß ganz genau, von ihrer Freundin der Vater, der ist Arzt, von den anderen Jungen aus der Klasse, der Vater ist Rechtsanwalt, das sind richtig reiche und angesehene Leute. Einmal hat sie in der Klasse sich getraut zu sagen, dass sie auch mal Ärztin werden will. Dann haben alle gelacht. Raquel, du doch nicht. Du kommst aus einer armen Familie, da wird man kein Arzt. Du wirst bestimmt Putzfrau. Das ist gemein, denkt Raquel sich. Es kann doch nicht sein, dass einige es wichtige Sachen tun dürfen und die anderen nicht so wichtige Sachen. Ist sie denn gar nichts wert? Während sie da sitzt, hat sie gar nicht gemerkt, dass eine Lehrerin von ihr auf sie zugekommen ist. Sie setzt sich neben Raquel und fragt, Raquel, was ist denn los? Und dann fließen bei Raquel die Tränen. Weißt du, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ich bin für niemanden gut genug. Die einen sagen, ich bin zu arm und ich würde dann klauen, wenn ich bei denen wohnen würde. Die anderen sagen, ich bin noch nicht groß genug, um wirklich mitzuarbeiten. Ich wäre nur ein Esser mehr. Keiner hat mich wirklich lieb. Die Lehrerin lässt Raquel ausreden und ihr tut das Mädchen wirklich leid. Dabei ist sie wirklich ein liebes Mädchen und sie macht ihre Aufgaben, ist fleißig. Weißt du was, Raquel? Morgen nach der Schule nehme ich dich mit zu mir. Heute ist deine Mama ja noch zu Hause. Sie kommt morgen erst ins Krankenhaus und dann nehme ich dich mit zu mir und du kannst in dieser Zeit, wo deine Mama nicht da ist, bei mir wohnen. Wirklich? Und sie haben keine Angst, dass ich bei ihnen etwas klaue oder nicht fleißig genug bin oder zu viel esse? Nein, Raquel. Du kannst mitkommen, wirklich. Die Lehrerin heißt Vanessa. Vanessa ist kein brasilianischer Name und die Lehrerin ist auch keine Brasilianerin. Sie ist Schweizerin. Aber das hat Raquel bisher nie gestört. Vanessa nimmt sie mit zu sich nach Hause und sie freut sich. Endlich, endlich kann sie irgendwo bleiben. Als sie bei Vanessa zu Hause ankommt, kann sie an der Tafel eine riesengroße Weltkarte sehen. Und auf der Weltkarte sind viele Kinder eingezeichnet. Da sieht sie brasilianische Kinder, sie sehen genauso aus wie Raquel auch. Deutsche Kinder, Kinder aus der Schweiz, aus Russland, aus China, aus der ganzen Welt sieht sie ganz verschiedene Kinder. Vanessa sieht, dass Raquel sich die Karte anguckt. Und beobachtet sie dabei. Gefällt sie dir? Ja, auf jeden Fall. Die Kinder sind alle total verschieden. Sie sehen ganz anders aus. Ich war noch nie irgendwo anders, außer hier in Brasilien, sagt Raquel. Ich war schon ein bisschen in ein paar Ländern und ich habe da verschiedene Kinder beobachtet. Arme Kinder, reiche Kinder, kleine Kinder, große Kinder, ganz verschiedene Kinder. Aber eine Sache haben alle Kinder gemeinsam.
Was? So verschiedene Kinder können eine Sache gemeinsam haben? Mhm, sagt Vanessa. Es gibt eine Sache, die alle verbindet. Und das ist die Liebe von Gott. Die Liebe von Gott? Also Raquel hat schon mal was von Gott gehört und manchmal ist sie mit ihrer Mama auch in die Kirche gegangen. Aber so wirklich Gott kennen tut sie nicht. Wie meinst du das? Weißt du, sagt Vanessa, in der Bibel steht, dass Gott jeden Menschen gleich liebt und dass jeder Mensch vor Gott gleich wertvoll ist. Egal, ob er reich ist, ob er arm ist, ob er dunkle Haut hat oder helle Haut. Wir sind alle gleich und Gott liebt uns. Sowas steht da drin? Raquel bekommt große Augen. Sie hatte gerade erlebt, dass es ganz anders läuft, dass sie nicht gleich viel wert ist wie andere Kinder aus reicheren Familien. Und jetzt bekommt sie erzählt, dass Gott sie wirklich gern hat. Kann ich denn für Gott auch arbeiten oder bin ich dann nicht gut genug, wenn ich für Gott arbeite? Du willst für Gott arbeiten? Naja, wenn er mich liebt, ich brauche ja irgendwann einen Beruf. Vielleicht kann ich dann für Gott arbeiten, Vanessa lächelt. Naja, einen Beruf so richtig zu lernen, das ist schwierig. Aber Gott braucht tatsächlich jeden Kind und jeden Erwachsenen, um für ihn ein Bote zu sein. Ein Bote? Was ist ein Bote? Ein Bote ist jemand, der etwas Wertvolles weitergibt. Zum Beispiel gibt es Geldboten, die kriegen ganz viel Geld und müssen das Geld von einer Bank in die andere bringen oder irgendwo transportieren oder Gold transportieren, also etwas sehr, sehr Wertvolles. Was kann ich denn für Gott transportieren, fragt Raquel. Du kannst für Gott eine gute Nachricht weitergeben an alle Kinder. Und zwar die Nachricht, dass Gott jeden liebt und jeden gebrauchen kann. Keiner ist zu schlecht, keiner ist zu arm und keiner ist unfähig bei Gott. Gott kann jeden als Boten gebrauchen, um die Nachricht weiterzugeben, dass du wertvoll bist, dass jedes Kind wertvoll ist. Und das möchten wir auch dir weitergeben. Du bist wertvoll. Gott hat dich gewollt und er hat dich gemacht, so wie du bist. Und wenn du bei Gott mitarbeiten möchtest, dann darfst du die wichtigste Botschaft, die es überhaupt gibt, die in der Bibel drin steht, an alle anderen Menschen in der Welt weitergeben. Vielleicht an deine Freundin, die traurig ist. Vielleicht aber auch ein Kind in der Schule, das du überhaupt nicht magst, das aber immer wieder einsam am Schulhof ist oder ausgelacht wird. Gib ihm die Botschaft weiter, dass Gott ihn liebt, dass Gott für ihn da ist. Und wenn du ihm diese wertvolle Botschaft weitergibst und ein Stückchen Liebe weitergibst, dann wird das Jahr gleich viel, viel schöner. Raquel strahlt. So einen schönen Start in das neue Jahr hätte sie sich gar nicht vorstellen können. Am Anfang sah alles so duster aus. Und jetzt hatte sie ein Zuhause für ein paar Wochen, bis ihre Mama wiederkam, bei einem Menschen, wo sie was wert ist, wo sie von der Liebe Gottes was erfährt und selber wertvoll ist. Und das wünsche ich dir auch. Denk immer daran, du bist wertvoll. Gott liebt dich und du kannst ein wertvoller Bote Gottes sein. Hallo Kinder, ich habe euch natürlich wieder ein cooles Spiel mitgebracht. Ja, wir haben uns hier jetzt nach den Feiertagen nicht so viel bewegt und draußen war das Wetter ja auch nicht so passend. Es ist früh dunkel geworden, es ist kalt. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe euch mal ein Spiel mit, in dem wir uns ein bisschen bewegen können, nicht nach draußen müssen und trotzdem das, was wir auch ein bisschen zu viel gegessen haben, jetzt über die Feiertage loswerden können. Und zwar spielen wir Basketball. Es gibt einmal zwei Schwierigkeitsstufen. In der ersten stellt ihr euch einfach weit entfernt von einer Mülltonne, von einem Eimer, was auch immer eure Mutter so zu Hause hat, oder ihr bastelt euch selber einen Korb und versucht da den Ball reinzuwerfen. So, das könnt ihr natürlich auch mit mehreren spielen oder alleine. So, die zweite Schwierigkeitsstufe ist, ihr sucht euch entweder einen kleineren Behälter, das hat jetzt nicht so geklappt, oder für die Großen von euch, die schon hoch genug springen können, die klemmen sich den Ball einfach zwischen die Beine, also zwischen die Füße meine ich, und springen hoch und werfen den dann rein. Ah, fast. Noch ein Versuch. Na, da muss ich glaube ich auch noch ein bisschen was üben für über die Feiertage. Ich meine nach den Feiertagen. Ja, ich hoffe, ihr probiert es aus und euch macht das Spiel Spaß und wenn wir uns dann wiedersehen, könnt ihr mir ja berichten, wie es euch gefallen hat. Bis dann, wir sehen uns.
und tschüss.